Wohltags kann auch das Rauschen des Windes vernehmen, was dir zuflüstert da draußen mit den Weisheiten der Bäume. Regeneration, normal. Ich verzichte jetzt mal auf die Wildnisleben-Tabelle, weil ich davon ausgehe, dass ihr einen kundigen habt. Ja, dann Wohltags könnt ihr sicherlich die Lagerplätze so herrichten. Die Lebenspunkte-Regeneration ist normal, ASP plus 4 natürlich. Plus eure zusätzlichen Modifikatoren wie Regeneration 1, 2, 3 und was ihr alles habt. Also plus 4 von meiner Seite aus, weil ihr auf der Satinav-Kette schlaft. Zahlreiche Tiere, die sich in der Nacht an euch herangesellen, verschiedenster Herkunft und auch das ein oder andere Kratzen an den Bäumen, was wohl nicht von Wildschweinhauern stammt und auch nicht von Untoten. Ihr seid euch nicht ganz sicher, was das ist, aber es war beunruhigend. Es hat sich aber auch niemand gezeigt. Einfach nur ein Kratzen. Als dieser Run irgendwann Wache gehalten hat, konntest du noch wohl erkennen, wie ein drachenartiges Geschöpf, was sich aber aus Blüten und Dornen, aus Ranken zu einem Leben entwickelt hat, an dir vorbeizog, moosgrüne Schuppen. Ein muskelbepackter Leib, aber tatsächlich nur aus Pflanzen besteht. Ein Pflanzendrache, der an Das dir ist ja süß. entlangzog. Dann möchte ich direkt mal versuchen, das Viech zu zeichnen. Eine Zeichenprobe. Es war mitten in der Nacht, aber der Nachhall deines anderen ist. Ja, es ist halt eine Zeichnung von einem Strichmännchen-Drache. Was, so schlecht wird er ja wohl nicht sein. Doch, es Strichmännchen. ist dunkel. Nein. Schicksalspunkt hast du auch nicht mehr. Ja, am nächsten Tage könnt ihr aufbrechen. Möchtet ihr irgendwas tun? Sonst zieht Ich möchte ihr. Eltern meine Strichdrachenzeichnung zeigen und das Viech beschreiben, damit er es dann ordentlich malen kann, irgendwann. Ein sehr interessante Zeichentechnik. Es war dunkel, es war dunkel. Ihr habt ganz verzichtet auf die wahre Form des Objekts. Ja, Sehr und die Farben faszinierend. auch. Ja, sehr Aber faszinierend. es war wirklich faszinierend. Ich habe es leider nicht so gut hinbekommen. Aber ihr Ja, müsst das unbedingt würfel mal eine damit. Pflanzenkundeprobe, um das Elend zu beschreiben. Zumindest könnt ihr dann von Westen aus kommend in Richtung Osten aufbrechen und durch majestätische Wälder laufen, über sanfte Berghänge hinweg. Immer auf der rechten Seite den Fluss, den ihr schon überquert habt, könnt ihr dann an den schillernden Wasserflächen vorbei, dunkles Grün, was die gesamte Region hier zeichnet. Teilweise mal mit Asche bedeckter Himmel ist allerdings immer in einem stetigen Grau. Mal ist es ein helles Grau, mal ein dunkler Grau bedeckt. Das Totenwetter. Eldan kann mit der pflanzenkundlichen Beschreibung von Iserun wesentlich mehr anfangen. Und auch wenn er den Drachen selber nicht gesehen hat, so kann die Beschreibung doch eine ganze Menge dann herausholen. Was dann prinzipiell ein weiteres Geschenk sein könnte für. Geh wieder hin davon Falder hauen. Immerhin hast du dein zweites Gemälde mit dem Goldrahmen verloren. Das ist runtergebrochen. Erinnern Sie mich nicht daran. Schockierend. Ja, Was? ich würde mal die Zeichnung von diesem Drachen da anfertigen. Ja. Ja, maximal sind 13 Sternchen drin, weil Iserons Pflanzenkunde nicht besser war. Also 13 Sternchen kriegst du maximal hin. Es ist annehmbar geworden. Das ist doch süß. Na, ist ein Drache. Möchtet ihr es haben? Ja, nein, also ich will euch ja nicht die Zeichnung wegnehmen, aber Ach, ihr es könnt es erinnert mich an behalten. ein Märchenbuch, das wir früher zu Hause hatten. Da war auch so ein Feendrache. Wie ich den Drachen richtig erschlage. Das Buch kenne ich auch. Aber die Drachen sahen nicht so aus wie das. Außerdem war es kein Märchenbuch, sondern eher eine Anleitung. Eine sehr gute Anleitung. Das ist nicht ganz das, was ich damals hatte, aber ich bin mir sicher, dass euer Buch genauso unterhaltsam war. Ja, es war fantastisch. Oh, ich kann euch da Sachen erzählen. Oh, wunderbare zwergische Geschichten von edlen Drachentötern.
Drachenhorten und ach ja. Aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Wieso behalte die Zeichnung ruhig? Ich führe noch ein kleines Büchlein mit mir, in dem ich persönliche Zeichnungen immer bei mir führe. Nehmt sie ruhig. Oh, danke. Ein echter Gorbas. Natürlich. Aber das Angebot mit dem Porträt steht immer noch. Wenn wir mal Zeit finden. Wenn wir mal Zeit finden. Ach, liebe Freunde, ich rate trotzdem immer noch zu einer Sache. Wir sollten uns alle von diesem Kristallstaub rituell reinigen. Ich weiß, ihr habt diesen Einwand, den ich letzten Tag gebracht habe, vielleicht schon wieder vergessen, aber es wäre wichtig. Ja, worauf wartet ihr denn noch? Was schlagt ihr denn vor? Ein Bad im Zartempel? Also wird eine Weile auf sich warten lassen. Eine rituelle Reinigung bedarf vor allem einer Sache. Wasser. Elementarem Wasser, der Herrin Sumu. Wir haben nicht einmal trinkbares Wasser, geschweige denn elementares zu Genüge. Ich muss leider auch befürchtend einwenden, dass wir uns vermutlich erst in Beilung mit genügend Wasser, gar heiligen Wasser, eindecken können. Nicht darum, dass es heilig ist, das muss den Kräften der Natur entsprechen. Es sollte nicht unheilig sein, das ist wohl richtig. Aber sobald wir eine Stelle finden, wo das Wasser annehmbar ist, denke ich, dass wir uns alle ausziehen sollten und uns reinigen werden. Habt ihr nicht eine Wünschelroute? Was? Na, die Druiden in Turien, die haben oft so Wünschelrouten, mit denen können sie Wasser finden. Nein. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe keine Wünschelroute. Ich muss aber befürchten, dass das Wasser hier doch gar verdorben sein könnte. Das müsst ihr mir dann sagen. Nun, das meiste hier war schon Brackwasser, bevor die Toten Einzug gehalten haben. Wie weit ist es denn noch bis Beilung? Kann das jemand gut einschätzen? Darum, Jalan, ob es trinkbares Wasser ist oder nicht, sondern ob es unverdorbenes Wasser ist. Also, nun, Wasser, das verdorben ist, kann man nicht trinken, nicht wahr? Es geht darum, ob es vom Schänder der Elemente oder nun ja, in dem Fall eher von dieser grausigen Wesenheit, die blutige See beherrscht, verdorben worden ist. Nun, könnt ihr nicht das Großmütterchen Sumo um Hilfe bitten? Nun, sicherlich kann ich das, aber wir sollten zunächst einmal schauen, ob wir nicht selbst etwas finden. Ansonsten hätte ich das sehr gerne machen. Wir werden uns vielleicht einmal nach einer Quelle umschauen. Ein Bach, einen kleinen See, was auch immer. Wir sollten einfach weiterreisen. Vielleicht finden wir auf unserem Weg hier etwas Passendes. Wenn nicht, dann werden wir uns in Beilung rituell reinigen. Das annehmbar, Boltax? Nun, ich denke schon, ja. Wunderbar, dann machen wir das doch so. Verfügt Boltax eigentlich über den Zauber Weisheit der Bäume? Nein. Nein, schlecht. Ach, das ist der beste Zauber, Boltax. Ihr könnt dem Flusslauf einen ganzen Tag folgen und gemeinsam mit der Wildniskunde von dem Sumo-Priester Boltax dann den ein oder anderen Sträuchern entgehen, die euch ansonsten festgepinnt hätten. Wildrosen oder Sulvo-Sträucher, die euch dann teilweise entgegengewachsen, um euch zu binden. Ranken, die ein Eigenleben entwickeln, aber nach einem ganzen Tag könnt ihr tatsächlich dann eine weitere Rast antreten. Euch fällt wohl auf, dass die Bäume hier unabhängig von der Jahreszeit teilweise frühlingszarte Blüten aufweisen, sommerliche Früchte und teilweise auch rotes Herbstlaub aufweisen, was sich dann allerdings, je weiter ihr euch von der Satinav-Kette entfernt, was dann eben im Laufe des Tages passiert, eher zu einem kahlen, winterlichen Baum wird. Die Früchte, die dann mehr und mehr dann verloren gehen und am Ende sind sie dann nur noch von Asche bedeckt und tot, wie es tot sein muss. Ihr habt also irgendwie diesen Knotenpunkt hinter euch gelassen und könnt dann nach weniger rankendem Dornicht besser vorankommen, auch wenn es euch umso mehr schmerzt, wenn ihr jetzt hier seht, wie tot das Land ist, bis dann auch die Baumreihen etwas weniger werden. Immer mal wieder Kratzen hinter euch von Wesen, die euch vielleicht verfolgen, die euch aber nicht angreifen, sondern nur aus großer Entfernung beobachten, die teilweise auf den Bäumen zu sitzen scheinen. Und so könnt ihr den ganzen Tag wandern.
bis ihr tatsächlich dann auch so etwas, Beutax kann das riechen. Es riecht nach Salz in der Luft, auch wenn ihr es nicht sehen oder hören könnt, aber ihr seid sicherlich schon etwas näher an der Küste. Wo genau ihr euch befindet, ist natürlich schwierig abzuschätzen, aber irgendwann im Laufe des Tages habt ihr auch eine Straße überquert. Das muss wohl die Straße von Altzoll in die Trollzacken sein, wo es dann den Arvepass gibt. Riecht ihr das? Nach Salz. Tatsächlich. Kommt das wohl her? Ich nehme an, von der See. Ja, das würde ich auch sagen. Und dann können wir ja nicht mehr fern sein. Von da aus sind wir nur noch einen Steinwurf von Leilung entfernt. Euer Wort in Angroschs Ohr. Nun, einen großen Steinwurf. Dann sollten wir heute gut Strecke machen. Ja, ich denke nicht, dass es noch länger als 3-4 Tage sein werden. Ich nehme uns gut anstellen, zumindest. Gut, gut. Und dann? So könnt ihr die Nacht auch hier wieder verbringen. Wie gesagt, jetzt ist das Ganze mehr tot als lebendig. Winterlich, auch wenn wir noch den Effort haben. Und zumindest ist auf dieser Seite der Trollzacken ist nicht ganz so regnerisch wie auf der anderen Seite, als ihr in die Binge gewichen seid. 4 Tage lang könnt ihr durch das Krallenmoor ziehen, was euch immer wieder versinken lässt. Immer mal wieder müsst ihr den Streitwagen mit feinen Kräften herausziehen und zerren. Einen zweiten Wagen habt ihr zum Glück mittlerweile nicht mehr. Die Pferde von Beshirasha haben wohl weniger mit der Natur zu kämpfen und scheinen wohl gar nicht so sehr zu versinken, sondern mehr auf diesem Matsch zu stehen, als wäre es das Natürlichste der Welt. Wohl aber das Pferd von Abelmir aus Gareth, was mit seinem Gewicht unter dem Matsch zu kämpfen hat, immer mal wieder strauchelt und euch behindert. Aber auch ihr werdet mehr und mehr durch das Krallenmoor blockiert. War es die richtige Wahl, ob man an der Straße vorbeizieht oder nicht? Zumindest könnt ihr keine weiteren Verfolger erkennen, keine kratzenden Dinge mehr, die in den Bäumen lauern. Habt ihr eure Verfolger vielleicht abgeschüttelt? Mittlerweile ist wohl auch die Beilunker See deutlicher zu erkennen, zu schmecken, zu riechen. Dieser salzige Geruch, vielleicht auch ein bisschen nach totem Fisch oder nach Algen, der von dort zu kommen scheint und der euch mal wieder an die blutige See erinnert. Dann könnt ihr nach weiteren 4 Tagen der Reise, welches Datum wir heute haben, wisst ihr nicht, aber das Sonnenland vor euch erkennen und die strahlende Burg von Beilung. 4-mal regenerieren? 4-mal regenerieren, ihr seid voll. Okay. Gehe ich einfach mal davon aus. Ach, sie ist wunderschön, schon aus der Ferne. Schaut euch dieses Machwerk an. Oh, ich bin ganz hin und weg. Wart ihr schon einmal in Beilung? Nein, aber ich muss sie unbedingt von innen betreten. Ich werde einen Plan anfertigen. Ich muss gestehen, die Befestigungen haben nicht gar so sehr gelitten, wie ich es befürchtet hätte. Es ist nicht zwergisch, aber es ist gut. Ihr wisst die Kunst einfach nicht zu schätzen. Ach, Beilung ist wunderschön. Wunderschön, sag ich euch. Eine Stadt mit einem Arcanum Interdictum. Von Praios selbst gesegnet. Was ist denn das? Natürlich wirkt in der Stadt Beilung keinerlei Magie. Was? Warum? Weil der Herr Praios es so richtig hält. Weil die Bewohner der Stadt auf die Verwendung von Magie bei ihrer Verzeihung verzichtet haben und der Herr Praios hat sich deswegen ihrer erbarmt. Seitdem wirkt keine Magie. Boltax, ihr müsst wissen, dass meine Akademie, die Akademie von Schwert und Stab, einst in Beilung stand. Bis eben zu diesem Arcanum Interdictum. Danach sind wir umgezogen, weil wir durften ja und konnten auch keine Magie mehr dort wirken. Ja, aber ist das nicht irgendwie ein bisschen problematisch, wenn der Herr Praios uns einfach so vorschreibt, ob wir etwas dürfen oder nicht? Nun, er tat das zum Schutz der Bewohner von Beilung gegen die anstürmenden Untotenhorden. Er tat es vor allem, nachdem die Bewohner der Stadt Beilung, insbesondere und auch die Magier der Schwert und Stab, bereits auf die Zauberei verzichtet haben. Ach. Wie kommen wir hinein in diese Stadt? Aber wenn du dir die Mauern besiehst, kannst du feststellen, dass sie sicherlich 20 Schritt hoch sind, sicherlich 5 Schritt breit und
eine richtige Bastion. Viele, viele Rotzen, die dort oben stehen und viele, viele Schützen, die dort zu allen Seiten verteilt stehen. Großer Hafen, den du wohl auch erkennen kannst, und der Radrom, der sich hier klaffend schwarz in das Meer gießt. Und die blutige See wohl in ein schwarzes Rot einfärbt. Ein ekelhafter, stinkender Fluss, ganz zum Trotze der strahlenden, der gleißenden. Zuerst einmal sollten wir uns einen Überblick verschaffen, wo genau der Belagerungsring verläuft. Wenn er an irgendeiner Stelle durchbrochen werden kann, wäre das natürlich gut für uns. Vielleicht hat der Drache die meisten seiner Truppen mitgenommen und alles, was noch da ist, ist einer, der den Namen kaum noch verdient hat. Das ist gut möglich. Wenn die Belagerung nicht so gut wäre, dann wäre sie längst gefallen, nicht wahr? Aber wenn wir von außen Magie anwenden können, ist das doch sicherlich hilfreich, nicht wahr? Nun, der letzte Versuch, die Stadt zu entsetzen, scheiterte am Arvepass selbst, nicht an dem Belagerungsring um die Stadt. Und gibt es keine Gardisten innerhalb der Stadt, die diese Belagerung aufheben könnten? Das ist verständlich. Der Bahnstrahl und die Sonnenlegion, aber die müssen die Stadt verteidigen. Ich meine, wenn sie ausbrechen, wo sollen sie dann hängen? Hin. Was? Im Norden ist Wahrung. Ich gebe nur zu bedenken, dass diese Belagerung so schlecht nicht sein kann, wenn sie die Truppen innerhalb der Stadt hält. Dachte ihr, wird der Letzte von dieser Legion? Hattet ihr das nicht mal gesagt? Nun, die Fürst Illuminata ist selbst ehemalige Bahnstrahlerin. Ich nehme an, es wird einige Ordensmitglieder auf Zeit noch in der Stadt geben. Davon ist auszugehen. Der kleine Imbrot war auch einer. Ach, den kanntet ihr nicht, verzeiht. Immer noch steckt ihr wohl in der sumpfigen Landschaft zu eurer, sowohl nach Süden hin gibt es dann die Straße, die in eine der vier Tore weist, und auch nach Norden hin. Da müsste man allerdings noch einen sehr großen Umweg nehmen, weil der Radrum hier in einem Kreis um Beilung herum verläuft. Aber während ihr euch noch überlegt, in welche der Straßen man einbiegt, man könnte von allen vier Richtungen die Mauern betreten, könnt ihr wohl erkennen, wie es ein Glitzern gibt, eine Reflexion von einem der Türme. Wohl eines der Okulare, die auf euch gerichtet wird und ihr erkannt wurdet. Ich hebe wegen Grüßen die goldene Hand hoch. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber kann ich schaden. Würde meinen Mantel ablegen und mein Pajasgewand stolz zur Brust tragen. Und ich denke, man wird uns zumindest ein Begrüßungskomitee organisieren. Wie diese Begrüßung ausfallen wird, ist fraglich. Ich dachte, wir sollten uns reinschleichen. Jetzt haben sie uns gesehen. Nein, das ist doch gut, wenn sie uns gesehen haben. Die Feinde dürfen uns nicht sehen, Boltax. Ach so. Welche Tageszeit haben wir? Grauer Himmel. Totenwetter. Ich wollte immer schon mal die Fürst Illuminata kennen. Ich hoffe, es gibt eine Gewöhnung. Sie soll eine sehr altmodische Frau sein. Man sagt, in Beilung lebt noch ein kleiner Hauch der Priesterkaiser. Das soll gut sein. Ich weiß nicht, wer das ist, aber... War schlecht damals, Abelmir. Also ich habe gehört, die Dame wird in Beilung gar als lebender Heilige behandelt. Es gibt nur einen lebenden Heiligen des Priors. Weiß ich nicht. Lass uns keinen Streit anfangen. Ich wieder damit an. Lasst uns die schöne Stadt genießen, sobald wir diesen roten Unrat hier zur Seite geräumt haben. Während ihr auf die riesige Bastion zuschreitet durch den Schlamm, könnt ihr wohl erkennen, wie um euch herum sich der Schlamm zu bewegen scheint. Und eine Hand ungefähr 10 Meter entfernt von euch nach oben gehoben wird. Aus dem Schlamm heraus, triefend. Offenbar hat man uns nicht nur in der Stadt bemerkt. Vorwärts, vorwärts! Eine zweite und eine dritte Hand. Um euch herum bewegt sich der gesamte Schlamm. Und Leichen, die sich erheben. Beginne mit meinem Zauber der Macht des Lebens. Was macht er? Dieses Ritual verleiht dem Ring die Gabe, den Träger vor allen Wesen zu schützen, deren widernatürliches Leben eingehaucht wurde. Alle diese Wesen sind von solchem Widerwillen vor der strahlenden Macht des Lebens erfüllt, dass sie den Geoden nicht angreifen oder berühren, solange er sie nicht selbst angreift oder berührt. Indirekte Angriffe sind möglich, je nachdem wie intelligent die Untoten sind. Dauert 6 Aktionen, das zu aktivieren. Boah, das ist sicher. Was? Das bringt uns allen anderen also nichts. Nein. Nö. Verdammt.
Abelmir, du hast doch bestimmt Schutz gegen Untote. Also ich würde mich auf den Wagen stellen. Ja, ich ziehe auch den nächstbesten, wenn noch Platz ist, ziehe ich auch den nächstbesten noch drauf. Vielleicht Voltax, dann kann ich gleich am Kragen packen. Das wird wahrscheinlich nicht sein, ja. Damit werde ich gestört, super, aber egal. Also ich hätte das Ritual theoretisch geschafft. Ja komm, 6 Aktionen sind jetzt keine Dauer. Ja, ja. Ja. Genau, aber... Ich bin mir sicher, du schaffst auch eine Selbstbeherrschung. Ja, wahrscheinlich. Ja, würfel mal. Störung also, ignorieren. Schauen wir mal. Ja. Ist denn kein Problem. Gar nicht so gut. Ja. Das ist eine einfache Selbstbeherrschung, da ist keine Erschwernis drin. Genau, da ist keine Erschwernis drin. Ich also, ich gehe mal davon aus, dass das nicht klappt. Das ja. Worauf wird das denn so? Ist in Ordnung. Ja, ja, wie gesagt. Ist in Ordnung. Schreist über den Schlangenring, versuchst noch die rogolanschen Runen zu murmeln, die dir dann Geode damals mitgegeben hast und Jalan packt dich dann, zieht dich, wirkt dich fast und dann stehst du oben auf dem Streitwagen, was total nutzlos ist, weil du auf diesem schlammigen Untergrund sowieso dich nicht bewegen kannst. Jalan, was soll denn das? Jetzt, Wir wollen weiter und ihr habt die kürzesten Beine. Dann... Gebt den Pferden die Sporen. Ich sitze nicht auf einem Pferd, aber ich gebe dem Pferd die Zügel. Ich schwinge mich hinten auf die Wagen rauf. Habt ihr Abwehrzauber? Oder kamales Licht oder so etwas? Ich frag nur. Ich habe ein Licht in der Pulle. Ja, dann. Also, kurz zur Beschreibung. Um euch herum, ihr steht in einem Moor, im Morast. Ihr seid noch nicht auf der Straße. Die würde sich dann unter euch befinden. Das sind sicherlich noch 300 Schritte. Also, das ist eine ganze Menge. Und okay. Das Moor ist aktuell ein schlammiges, wie ein Sumpfstrudel, stell es dir so vor. Um euch herum bewegt sich alles an Schlamm und es werden jetzt sicherlich die ersten 50 und Toten haben sich gerade erhoben. Okay, mir war nicht klar, dass die Straße so weit weg ist. Dann greife ich einmal in meine Tasche rein und hole eine Bernsteinfiole raus. Ja. Machen wir noch kurz um mich in Albo in den Victus. Hat er uns dein Licht. Dein Licht beschütze uns. Dann ziehe ich den Korken raus. Was tut das? Licht in der Flasche. Wo der Korken rausgezogen wird, er strahlt aus der Flasche ein stoffloses Licht in einer Reichweite von, lass mich kurz gucken, sie war Qualität D, ich muss nur WR aufschlagen. Ja, kein Problem. Währenddessen werden das 60 Untote. Nicht schon wieder. Kiaras sinkt so ein bisschen in dem Streitwagen, dann passen nicht viele Leute drauf, aber sinkt dann so ein bisschen, zieht dann seinen Kopf ein. In einem Radius von 10 Schritt ergibt sich dieses Licht als zweifach geweihte Waffe, mit der alle Wesenheiten im Wirkungsbereich in Kontakt kommen. Ja, mittlerweile sind es 70, 80 Untote und während sie auf euch zuwanken, schlammverkrustet, blutig, modernde Körper, die sich über ihre Knochen spannen, die weiter auf euch zuwanken. Sie sind wohl so dumm, dass sie nicht begreifen, wie sie in Flammen aufgehen, während sie sich dann euch nähern, weiter auf euch zuwanken und kurz bevor sie euch erreichen, dann flammend zu Boden gehen, zusammenbrechen und einen widerlichen Gestank. Das Feuer, was sie entzündet hat, versucht wohl noch so ein bisschen mit ihnen zu kämpfen. Das Wasser des Schlamms vom Radrom und dem übertretenden der blutigen See kämpft immer noch so ein bisschen die Elemente, die da gerade gegeneinander greifen, die Unelemente. Aber während ihr mit dem Licht in der Flasche, was so ein bisschen leichter rausdampft, könnt ihr erkennen, wie wohl auch von Beilung eines der Tore geöffnet wird und von dort gibt es einen Ausfall. Benötigt ihr Unterstützung, lieber Kollege? Vorwärts jetzt! Vorwärts! Das wird nicht ewig halten! Gib mir mal eine Fahrzeuglinkenprobe. Aber sicher doch. Erschwernis? Plus 5. Also sollte ohne Probleme drin sein. Fahrzeuglinken. Mittlerweile sind wir im Schlamm, im Morast. Es ist ein Streitwagen. Gerade so. Plus 5 ist eingetragen, gerade so. Ja, du versuchst noch so ein bisschen, das Licht fällt dir fast runter und könnte dann fast zerschellen. Kannst du dann aber wohl noch mit der Hilfe von Boltax, der es dir dann wieder hochhält, kannst du dann das Licht dann doch wieder so hochhalten, dass die Untoten weiter in Flammen und Feuer aufgehen, die dann von ihnen verzehrt werden. Man könnte wohl zusehen, wie sich eine große Kohorte aus der Stadt nach draußen schiebt, die wohl ebenso Geweihte dabei haben. Ihr könnt goldene Rüstungen sehen. Es gibt zwar kein Licht von Praios,
Aber trotzdem schimmern sie, als würden sie im Sonnenlicht reiten. Und so könnt ihr dann erkennen, wie die Untoten nach und nach, vor allem auf der Straße, niedergemacht werden. Und es gibt tatsächlich auch den einen oder anderen Reiter, der dann durch den Schlamm euch entgegenprescht. Ja, Jalan, das wollte ich auch gerade machen. Naja, so in etwa. Jetzt die Sonnenlegion kommt. Paios zum Große! Paios zum Große! Angrosch zum Große und Sumu auch. Schließt euch uns an! Ja, gemeinsam. Gemeinsam mit den Reitern könnt ihr dann nach Beilung vordringen. Die Auswahlpforte ist wohl immer noch offen. Ihr könnt sehen, dass es eine Zugbrücke gibt, die dann auch geöffnet und geschlossen werden kann. Aktuell ist sie natürlich nach unten gelassen und könnt dann in die Stadt einreiten. Direkt auf dem großen, auf der großen Straße, Hauptstraße, könnt ihr dann vorher auch den riesigen, gewaltigen Paios-Tempel erkennen, der dann in der Oberstadt liegt. Aber bevor ihr diesen erreicht, könnt ihr dann direkt hinter der Ausfallpforte zum Stehen kommen. Ihr trieft vor Schlamm, neben euch vielleicht noch verbranntes, unterrotes Fleisch, was von den Achsen herunterhängt, bis ihr dann zum Stehen kommt. Die Reiter steigen allesamt ab. Ihr könnt sehen, wie weitere Pfeile gespannt sind und auch auf euch deuten. Ein Rondrianer steigt wohl gerade ab vom Pferd und gibt euch dann wohl die Hand. Fängt wohl mit Isarun an, die er erkennt als Pfeil des Lichts und als Majorin, ne? Bist du? Ja, Major Maga. Einen wunderschönen guten Tag, Paios zum Große. Ich bin Rondrianer Ahmad, Sohn von Torres Dottir.